Wer mit seinem Partner viel Zeit verbringt, denkt auch irgendwann ans Heiraten. Was der andere neben seinen Charakterzügen noch besitzt, spielt dabei meistens keine Rolle. Die Betonung liegt auf meistens, denn wie wir an einem Beispiel jetzt sehen werden, geht es dabei nicht immer um den Menschen, sondern häufig auch um seine Besitztümer. Marcel war ein 68-jähriger Franzose mit einem großen Vermögen, der von seinen Eltern mehrere Grundstücke in den Alpen erbte. Trotz seines Reichtums lebte er sehr bescheiden und zurückgezogen, sodass er seine Besitztümer immer erweitern konnte. Er war nie wirklich interessiert an Frauen, bis er irgendwann auf die Maklerin Sandrine trifft, die angeblich seine Grundstücke kaufen möchte. Als er das Angebot ablehnte, lud sie ihn plötzlich zum Essen ein und die Geschichte nahm ihren Lauf. Sie passten überhaupt nicht zueinander und viele hatten schon befürchtet, dass sie nur an seinem Geldbeutel interessiert ist. Bereits nach einem Jahr heiraten sie und trotz der Ehe sehen sie sich kaum. Ein Jahr später stirbt Marcel bei einem tragischen Autounfall, doch an eines hat er davor gedacht. Sein Testament. Dies fällt zum Ungunsten von Sandrine aus, denn sie erbt am Ende gar nichts. All sein Vermögen hat er seiner Familie und den Bewohnern der Grundstücke vermacht. Tja Leute, Karma ist eben überall, auch hier. Deswegen lasst jetzt dem Video einen Daumen nach oben da und teilt es mit euren Freunden.